Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Cabellum FFA. Wurde sich gewünscht. Dann bringen wir es auch. Mittwochsabends will ich jetzt mal wieder mal streamen. So vermutlich 20 Uhr, zumindest diese Woche. Mal gucken. Ich wollte was mit Phoenix machen. Ja, komm, wir nehmen mal Supply. Supply ist immer gut. Ja, ich hätte auch die Dings nehmen können, das Aerial SPC, aber ich glaube, das lohnt sich nicht so richtig. Brauche ich offensichtlich Modelltanks. Machen wir erstmal. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwie mal Offensive spiele. Aber es ist eigentlich Quatsch. Es ist doch eigentlich Quatsch. Ich will ja einen dicken Offensive spielen. Na komm, wir trauen uns dem was. Ab an die Front. Und den noch hier so hin, den hier so hin. Das sollte eigentlich funktionieren. Zack, zack. Gut. Schaden mache ich eh keinen. Also ich, dass ich die Tower hier kriege, ist unwahrscheinlich. Meine Luftabwehr hält sich auch in Grenzen leider, aber ich musste Chaff nehmen. Also ich glaube, ich hatte ja echt keine große Wahl. Jo, da will jemand Druck machen. Ich weiß ja nicht. Ja, gut, das Problem ist, hier kann halt. Die werden halt von den Marksmen gekillt und die tanken sie halt ein bisschen, ne? Ja, hat so semi-gut geklappt. Gut, gucken wir bei uns hin. Klappt auch so semi gut. Das könnte aber reichen. Ein paar Panks müssen überleben, weil irgendwer muss die umbringen, aber es reicht. Die ersten beiden Phönixe gehen down. Die KI hat zu, die anderen Spieler haben es zu sehr verkackt. Ich krieg den Tower nicht mehr, weil hier zu viel da ist. Egal. Ein Tower haben wir bekommen, das ist schon huge. Ich hätte einfach mal den Rhino mir gönnen. Ne, kostet 100, gell? Kostet 100. Hätte ich nicht. Nevermind, mit Supply allein geht das nicht. Wir könnten doch mal Melting Points auch probieren. Was baut man hinter den Melting Points? Wahrscheinlich auch Stormcaller trotzdem, oder? Je nachdem. Den Race mag ich allerdings auch ganz gerne, aber hier mit den Phönixen dabei wäre es schwierig. Der Melting Point ist halt komplett useless hier, um die ersten Runden zu gewinnen, befürchte ich. Stormcaller wären hier der absolute Game Changer. Kann ich auch so kaufen. Ja, dann machen wir einfach Stormcaller und den Melting Point. Wir versuchen heute was anderes. Punkt. Gesagt, gemacht, getan. Gedöns. Ja, stellen wir ruhig da rein. Schon okay. Stormcaller wollte ich adden, gell? Gut. 400. Ah, Slot verschwindet. Ja, dann muss ich leben, ist okay. Hoffe ich. Der Schuss geht in die Panzer rein, gell?
nicht optimal, aber der Melting Point zumindest direkt drauf. Das hilft. Also der Melting Point müsste jetzt hier eigentlich alles grillen. Mit uns alles meine ich halt die Phönixe, weil der Rest ist ja egal. Oder jetzt kommen wieder hier die Phönixe von der anderen KI. Anderen KI vom anderen Spieler rüber. Je nachdem, wer es sieht. Okay, leider reicht sie wieder nicht, um den Tower zu kriegen. Aber den kriege ich auch nicht, oder was? Nee, kriege ich auch nicht. Der Dieber von der Seite kommt. Eieieiei, ich sollte aber noch kriegen, oder? Ein zumindest, ja. Der hat ihn jetzt geklaut! Scam! Hat sich maximal unfähig angestellt, um dann mit den Tower zu klauen. Was eine Frechheit. Ein gegnerischen einer hat mich aufgehalten und dann hat er den Tower sich gesnackt. Günstigen Marksman. Ich überlege gerade, ob ich die Marksman zwingend brauche. Mass-produced Phoenixe sind es halt auch nicht, oder? Nee. Jetzt Geld halt auch gut gebrauchen können. Ich glaube, damit die richtig gut funktionieren, brauchen die Reichweite. Keine Ahnung, ich level ihn auf jeden Fall mal. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen entschlossen. Was hole ich jetzt noch für 370? Okay, also mein Konzept geht gar nicht auf. Können wir so zusammenfassen. Okay, ich muss auch den Quatsch zu machen. Da hätte ich wie geplant einfach hier Marksman gespammt, wäre es besser gewesen. Ja, ich bin halt echt schwach gerade. Okay, ich mache zu viel Mist auf jeden Fall. Jetzt haben wir versucht, irgendwas zu forcen. Rhino könnte ich mir auch so freischalten. Ich nehme das mal mit. Dem mal Reichweite. Steht so weit vorne einfach. Das ist ein Problem. Na gut. Wir probieren mal weiter. Mhm.
Voll auf jeden Fall die beiden Skills hier auf Dauer. Und das Problem ist halt, ich habe noch kein richtiges Konzept, wie ich mit den Wespen hier klarkomme. Typhoons wären eventuell eine Option. Das Problem ist halt, dass die möglicherweise auch zu weit vorne rumeiern. Weil die jetzt schneller sind. Aber Typhoons könnten gehen, aber muss ich ja erstmal kriegen. Mustangs mal aber zu schnell. Nein, die Missile Tank auf Mustangs habe ich leider auch nicht dabei. Die Panzer sind alle tot, die kleinen. Und der Melter regelt jetzt hier, aber ich kriege halt die ganzen Buffs, Power nicht, ne? Kriegt alles wieder er. Und er geht hier komplett auf Phoenix. Ich habe absolut meine Schwierigkeiten zu glauben, dass das hier klappt, was ich vorhab. Aber wir gucken mal. Das ist spaßig, ne? Er steht da irgendwie immer unbeteiligt daneben gefühlt. Als ob es ihn alles nichts angehen würde. Unter Umständen mache ich jetzt aber hier ganz gut Geld, weil das, der Vorteil der Melting Points ist, dass man gut mit den KI Experimental Units klarkommt. Typhoons brauche ich bitte. Dankeschön. Dankeschön. Nehme ich. Und lass uns schön spät reinlaufen. Genau, das ist eh alles kein Problem. Ich glaube, die hier zu leveln macht halt auch Sinn, ne? Ich mach's einfach mal. Der Boon sind halt echt auch schon teuer. Runde 5 sind wir mittlerweile auch. Lass mal ein bisschen Abstand, falls mir jemand hier Crawler reinsetzt, das ist ein Quatsch. Dann habe ich da noch mal was. Also Platz was dazwischen zu setzen, wollte ich damit sagen. Immer ans Dumme einfach. Jetzt mal gucken, ob sich das lohnt. Was gibt es für die Runde, für den Tower? 100. Das heißt, welchen Krieger hat sich schon gelohnt? Das sollte hier der Fall sein. Das klappt. Da bin ich drauf mit dem so ein Anzeige-Bug. Der stirbt auch, der stirbt auch. Hol meinen Typhoons, das ist nicht so geil. Den holen sie da auch noch. So. Wenn ich auf den einlogge, ist er natürlich tot. Er ist tot. Die nächsten Wespen kommen auch zu spät. Das ist ein Level 7 Melting Point schon, what? Das Intensive Training mal irgendwann? Irgendwas verpasst?
Nee, hat er gehackt, oder? Ja, hat er gehackt. Muss er gewesen sein. Das andere macht keinen Sinn. Ja, das sollte er gewinnen eigentlich, auch wenn er ein bisschen ein paar killt. Die sind schon strong, die Viecher einfach. Das ist das Ding, ne? Das ist gut an Melting Points, man kriegt halt die Experimental Units Platz, waren sie noch keine da. Jetzt kommen sie. Jetzt kann ich das behaupten. Nehme ich. Nein, dann nehmen wir es auf dem. War okay. Auf dem wäre es so gut gewesen, aber auf dem ist auch okay. So. Der Crawler Spawn. Glaube. Ja, ist die Frage. Ich brauche nicht unbedingt. Ich lasse mal weg die Runde noch. Ein bisschen Angst um den, muss ich gestehen. Ein wenig Angst habe ich. So. Hier nochmal Spam. Ich glaube, ich lasse die Stormcaller alle ungelevelt, ehrlich gesagt. Könnte ein Problem mit den Melting Points kriegen. Noch sind ein paar Stormcaller davor, das wäre trotzdem ein Problem. Ich bin ja auch gar nicht auf den dicken drauf, leider. Nope, das wird nix. Einfach überfahren worden. Aber sowas von. Aber nicht viel zerstört, ehrlich gesagt. Ja. Ich hoffe nur, die killt jetzt keiner, sondern die sterben einfach. Ja, ist so. Aber obwohl sie sterben, ja gut, der überlebt, ist alles klar. 400 Schaden macht er. Der Grüne. Ja gut, es waren die Experimental Units, die waren halt krass, die Runde. Das war nicht so geil. Spamclear fehlt es am meisten, hätte ich gesagt. Und dann nehmen wir die einfach mit. So, ein extra davon. Ich habe echt gleich keine Missile-Abwehr drauf, so wichtig, glaube ich. Aber spielt auch keinen so richtig Stormcaller-Spam. Warum eigentlich nicht? Mir soll es recht sein. Gut. Also mit denen sollte ich jetzt wirklich gut klarkommen, hätte ich gesagt, aber mal gucken.
Und die Frage, ob ich hier Anti-Air ausgebe auf Dauer. Mal schauen. Das Item hier auf den zu packen. Egal. Aber die müsst ihr eigentlich safe ich bekommen, oder? Bin schon drauf auf dem mit drei. Ah ne, nicht mit drei Partner. Ne, keinen einzigen. Jetzt bin ich drauf mit zwei Stück. Und ist einer Level 3. Wenn ich den nicht bekomme, dann geht da was mit mysteriösen Dingen zu. Der stirbt auch auf jeden Fall. Der stirbt auch. Und die EMS? Ne, haben sie nicht. So, den kriegt er eh nicht tot, sobald ich drauf bin, stirbt er halt, und jetzt stirbt er durch den. Vermutlich. Nicht die Strahlen kreuzen. Noch habe ich Typhoons am Start, aber halt nicht mehr viele. Noch, ne, die sind fertig, ne, die werden zum Spawns. Okay, easy. Aber jetzt geht's an die Overlords. Da kommen auch keine mehr. Und tschüss. Auf Speed könnte ich nochmal drücken. Könnte sogar schon Game sein, oder? Ja, ist Game. Ich glaube nicht, dass die mich noch platt kriegen. Ja, jetzt sogar noch ein paar Stormcaller davor und der Controller von der Seite. Das war's schon. GG. Boah, ich weiß nicht. War das gut gespielt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre super einfach konterbar, wenn man einfach mit den einen Gegner Stormcaller spielen würde. Oder Phoenix mit EMS oder irgendwas Sinnvolles dagegen. Wobei der ja hätte theoretisch ein Problem sein können, ne? Aber der ist halt an den anderen gestorben. Ich glaube, der Max mit EMS sind auch okay. Hätten auf Dauer wieder hier gegen meine Stormcaller mit EMS dann im Reich von EMS verloren. Aber sowas hat er einfach relativ früh durchgerusht, ne? Also anscheinend kann man Melting Points auch spielen. War jetzt halt auch nicht das absolute High-Elo-Game. Aber ich werde es mir hochladen, ne? Wie dem auch sei, heute Abend ab circa 20 Uhr, also nach dem Deutschlandspiel irgendwann, werde ich mal wieder bei Twitch streamen. Mechabellum. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne FFA mit mir spielen, also gegen mich quasi, oder 2v2 mit mir oder gegen mich, irgendwie sowas in der Art, oder ich spiele einfach Solo Queue. Also einfach Ladder, 1v1. Mal gucken. Also, wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.